Jo Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Montag 19 Uhr und wir haben das neue Versus-Team bekommen, zwar das Versus-Ice-Team, ja Leute. Außerdem haben wir eine neue Spieler-SPC bekommen und zwar ist der gute Dries Mertens gekommen. Ja, viele haben ihn schon predicted, es stand auch schon irgendwo, dass er auf jeden Fall kommen wird. Und diese SPC besprechen wir heute. Wir schauen uns die Karten genauer an, schauen uns an, wie wir den guten Boy linken können. Und ich sag meine ehrliche Meinung, welche Karte ich davon abschießen werde. Denn ich werde mir einen Mertens davon holen. Welchen werdet ihr gleich sehen. Und ja, Leute, wie immer würde ich jetzt schon mal freuen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. So, wir schauen erstmal an, was wir abgeben müssen. Das sind zwei Sachen. 84er Rating und ein 85er Rating. Heißt roundabout 100k für diese SPC. Plus minus 100k. Sehr, sehr günstig, wenn ihr mich fragt. Hier ein Prime-Gold-Spieler-Pack klein. Das ist kein schlechtes Pack. Und ein Prime-Electrum-Spieler-Pack auch kein schlechtes Pack. Heißt, hier kriegen wir zwei nicht so schlechte Packs, aber auch nicht so gute Packs. Ne, ihr wisst Bescheid. Hier müssen wir außerdem Team of the Week, 85er Rating, Serie A, mindestens einer. Die Chemie ist ja leider bei beiden hoch. Ja, wäre sie weniger, wäre sie natürlich günstiger. Und hier 84er Rating, ein Team of the Week und ein Belgien-Spieler. So, wir schauen uns Dries Mertens genauer an. Ja, weil hier sieht man das leider nicht. Deswegen müssen wir den auf Dream Squad gucken. Einer, wie gesagt, mit 5 Sterne Skills, der Freeze, also der Ice und der Fire, das ist aktuell mein Team, mit 5 Sterne Weakfoot. Und so, schauen wir uns den guten Mertens mal an. So Leute, hier haben wir die beiden Karten. Er hat ein plus 2 Upgrade bekommen, einen saftigen Schussboost, beziehungsweise bei dieser Karte, das ist die Feuerkarte mit 5 Sterne. Hat die kein 5 Sterne Weakfoot? Hat die eh wieder reingeschissen? Sollten die nicht 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot haben? Also ey, keine Ahnung, was die immer machen. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich gerne. Also, hier haben wir einmal den Foot versus Feuer Mertens. Er sollte eigentlich 5 Sterne Weakfoot haben, steht hier nicht. Keine Ahnung. Hier haben wir einmal hoch, gering, starker Fuß rechts, 4 Sterne Skills und eigentlich 5 Sterne Weakfoot. Das ist halt das Besondere an den Fire- und Eiskarten. Ja, deswegen gibt es ja auch dieses Event wegen den 5 Sterne Skills und den 5 Sterne Weakfoot. Aber gut, die Eigenschaften, wie immer, sehr, sehr geil. Angeschnittener Schuss, Flair und Außenschuss, drei sehr, sehr geile Trades für den Spieler. Und wir haben hier ein souveränes Tempo, einen souveränen Schuss, ein gutes Passspiel, ein souveränes Dribbling und die Physis lässt zu wünschen übrig. Aber so kennt man Dries Mertens klein. Nicht die allergrößte Stärke, auch keine gute Aggressivität, keine Sprungkraft natürlich, aber er sticht natürlich mit seinen Dribbling raus, mit dem Schuss und auch mit dem Tempo, vor allen Dingen mit dem Antritt von 92 und natürlich die Trades, ja. So, dann kommen wir einmal zu dem anderen. Mertens, hier wurde das Passspiel mehr geboostet als der Schuss, aber eigentlich sehen die fast gleich aus, ne? Also er hat 3 weniger Schuss, dafür 4 mehr passen und der andere halt 3 weniger schießen und 3 mehr schießen, 4 weniger passen, also fast die identische Karte, natürlich ein anderes Spielerbild und eigentlich müssten hier die Skills und die Weakfoot-Upgrades, keine Ahnung, also hier müsste ein Skill-Upgrade sein und bei dem anderen Weakfoot-Upgrade, keine Ahnung, was EA da wieder gemacht hat, gehen wir auf diese Karte, ja gut, die ist fast genauso wie die andere, nur besseres Passspiel, ein bisschen schlechteren Schuss, ich würde mich hier für den hier entscheiden, weil er eigentlich 5 Sterne Weakfoot haben müsste, ja, wegen dem Feuertyp. Das passt zwar nicht so gut, aber Leute, Übersicht 84, kurzer Pass 87, kann man zum Beispiel einen Catalyst draufhauen, weil der Schuss ist schon stark, Catalyst würde ich sagen, auf die Feierkarte, und dann habt ihr 5 Sterne Weakfoot Mertens. Ich würde diese Karte upgraden, keine Ahnung, ob das jetzt wieder ein Fehler von EA war, weil die normale Goldkarte hat schon 4-4, das macht gar keinen Sinn, dass diese Karten wieder 4-4 haben, also keine Ahnung, für mich macht das Fire und Versus Event, Fire und Ice Event nicht so viel Sinn, wenn die Hälfte der Karten nicht an die Spezialmillionen und schwacher Fuß upgraden. Keine Ahnung, Leute. Jetzt seid ihr gefragt, macht ihr eine dieser Karten? Wie gesagt, ich würde mich für den hier entscheiden, wenn er wirklich den Weakfoot Upgrade bekommt. Deswegen haut da rein, Leute. Bis dann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Oh, warte, wir wollten noch gucken, wie wir linken. Genau, und ich werde Mertens abschließen, weil ich den guten Politano damals abgeschlossen habe. Die beiden linken grün, Leute. Das ist das Geile. Wir gehen nochmal ganz kurz auf die andere Linkbarkeit. Der spielt in Italien bei Napoli. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, wir haben einen Politano, einen Insigne-Vane damals gemacht. Osimhen, der neu rausgekommen ist. Ein Lozano ist auch ganz stark. Koulibaly natürlich, wenn man Mertens umformt. Ein Zambo Anguza finde ich auch sehr geil. Die Karte habe ich auch mal gespielt. Ja. Das war es halt so mit den grünen Links, deswegen, ich würde ihn abschließen, ist nicht allzu teuer, 100k, und wenn er wirklich das Skill- bzw. Weakfoot-Upgrade bekommt, würde ich ihn abschließen, ich bin raus, oder hoffe da rein, bis dann, und ciao.